EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim Manchester United. Einen wunderschönen guten Hallo wünsche ich euch. Meine lieben Damen und Herren, wir sind am Ende der Saison angekommen und ja, was war das für eine Saison, gell? Wir sind Meister geworden und zwar mit 7 Punkten Vorsprung. Das ist in England schon auch eine Kategorie, sag ich mal so, ne? Also das ist schon ganz, ganz ordentlich. Wir gucken mal kurz noch rein hier. Tottenham 2., Liverpool 3., Man City 4., Arsenal noch gerade so in die Quali reingerutscht hier. Chelsea, die werden sich ins Höschen beißen auf jeden Fall. Abgestiegen Nottingham, Sheffield und Leeds United. Gehen wir doch mal die großen Länder durch. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Oh, Überraschung, Bayern München ist Meister geworden. Aha, vor Dortmund Schalke. Was ist denn mit Schalke los? Die sind doch Abstiegskandidat. Was machen die hier auf dem Platz 3? Leverkusen, Wolfsburg und Bremen. Abgestiegen Nürnberg und Düsseldorf. Relegation ist Freiburg. Da guckt man natürlich mal in die zweite Liga ran. Wo ist München gelandet? Ja, Mittelfeld, das ist doch super. Mittelfeld, da können wir doch super mit leben, auf jeden Fall. Dritte Liga, wie ist es mit unserem zweiten Herzensverein? Hansa Rostock steigt auf in die zweite Liga. Super geil. Wunderbar, das heißt, da ist eventuell noch Potenzial, jemanden hin zu verleihen nächste Saison. Gell? Ja, jetzt wollte ich eigentlich auch noch die anderen weiter gucken. Irgendwie muss ich das gleich da mal noch machen. Habe ich einfach mal hier ein bisschen zu schnell geklickt. Ja, ich bin wieder zurück. Ich war jetzt doch ein bisschen länger weg als geplant. Beziehungsweise, ich bin schon wieder ein bisschen länger zurück aus Leipzig. Aber es war dann so, dass ich dann erstmal noch ein bisschen am Kränkeln war und Kind am Kränkeln war. Und deshalb hat das alles ein bisschen nicht ganz so hingehauen. Deshalb gibt es aber jetzt wieder eine Folge. Die wird aber nicht besonders lang, glaube ich. Also Normallänge. Weil ich habe mitbekommen, dass ich immer mal wieder, wenn ich eine Zeit lang nicht gestreamt habe oder auch nicht aufgenommen habe, dass ich dann sage, da müssen wir jetzt eine längere Folge machen. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Weil eigentlich bräuchte man die längere Folge ja zur Pause hin. Also ne, zum Beispiel vor dem Leipzig- und Krankheitsurlaub. Damit ihr ein bisschen was zu tun habt für die ganze Zeit und nicht hinterher, wo ihr dann sagt, ah, jetzt kommt ihr vielleicht wieder alle 2 Tage oder 3 Tage in eine Folge, wie soll ich das schaffen? Also von daher werden wir uns hier Anthony Martial und Hakimi müssen, okay. Von daher werden wir uns jetzt hier im Rahmen unserer normalen Zeiten wahrscheinlich bewegen. So, Frankreich hat mich noch interessiert, PSG, Lille, Monaco, Nizza und Straßburg, okay. Straßburg hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die hier so oben rumspringen. Nantes, Angers und Le Havre steigen ab. Dann für unseren Paulaner gucken wir mal in die Serie A. Da ist es Turin geworden, Überraschung vor AC und Rom. Neapel, Inter, Mailand, Bergamo. Lazio Rom doch ziemlich abgeschmiert hier auf Platz 7. Abgestiegen Genua, Frosinone und Ferrara. Und dann das letzte Land, was noch sehr interessant ist, ist natürlich Spanien. Barça vor Real, dann kommt Atletico, Valencia, Villarreal und Sevilla. Unten abgestiegen FC Corona, Alba und Osasuna. Ja, apropos abgestiegen. Blöder Übergang eigentlich, weil ich finde es gar nicht so abgestiegen. Aber Mario Götze hat einen Verein gefunden. Mario Götze spielt jetzt bei Eindhoven. Ich bin gespannt, wie er da zurechtkommt, was er da bringen kann, ob er die Mannschaft vielleicht führen kann. Das wäre natürlich schon cool für den. So, wir werden dieses Angebot hier auf jeden Fall annehmen. Es ist über Marktwert. Kimpembe entwickelt sich bei uns nicht. Wir werden das unterzeichnen und dann ist gut. Wir kriegen ja noch Jonas Buhr zurück. Der möchte auch noch ein paar Spiele spielen in der letzten Saison. FA Cup geht an. Wow, Crystal Palace. Aber hallo, was ist denn das? Crystal Palace. Na gut. Zuschlag für Real Madrid. Ich habe hier extra dem Kimpembe ein neues Foto gegeben. Warum funktioniert das nicht? Da muss ich auch gucken. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Warum funktioniert das nicht? Guardiola, okay. Ja, der Pokal gehört Manchester City. Nein, Crystal Palace. Ich gehe mal in eure Kommentare rein, da habt ihr nämlich schon wieder ganz gut mitgearbeitet. Vielen lieben Dank dafür, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ablöse, Wechsel, Scouting, Zufriedenheit, Vorschlag, Assistent. Ronny sollte Dribbling, ja okay. 900.000 oder fast 1 Million für die Meisterschaft, ist gar nicht so viel.
Aber wir nehmen natürlich trotzdem gerne mit, was kommt. Ne? So, also, der Frank Schönekers hat geschrieben, hi Yoshi, ja, das ist ein entspannter Saisonausklang. Fand ich auch. Ne? Und ja, ich freue mich, dass den einen oder anderen der Pulli gefallen hat und die Mütze. Ich hatte das in meinem Stream letztens, hatte ich gesagt, ich brauche mal eine neue Mütze. Und dann haben wir gewählt. Und die haben sich für Yoshi entschieden und dachte, na komm, ey, wenn ich schon was bestelle, ich bestelle ja nicht so oft im Internet, dann muss ich auch lohnen und habe dann noch zwei Sachen, nämlich noch ein T-Shirt und noch ein Pulli, auch mit Yoshi drauf geholt. So, Timo Presser, ach ja, Moment, da haben wir doch was hier, ne? Da haben wir doch was. Dann hier haben wir auch erstmal noch was. Komm uns nicht entgegen, na, dann nicht. Zweite Mannschaft haben wir noch, nee, Jugendmannschaft haben wir nämlich noch was. Und zwar Presito. Hier ist er, Thiago Presito, unser Presser im Manchester United Look. Herzlich willkommen im Jugendteam und dann hoffentlich auch demnächst hier. Letztes Jahr in der Jugend, oh Scheiße, da habe ich ja auch gar nicht aufgepasst hier. Ja, jetzt aber mal noch hier sofort hier den guten BVB-Kevin hier in die erste Mannschaft. Wir holen in die erste Mannschaft rein und dann verleihen wir die natürlich, ne? Aktuelle Saison noch. Das wäre hier fast in die Hose gegangen, meine lieben Freunde. Aber sowas von. 70er ZM. Wir gucken jetzt mal gerade hier. Mal gerade noch ganz schnell gucken. Auch ein LM ist das okay. Dann wird der auch übernommen hier. Wird natürlich auch verlieren. Könnte dann der ein oder andere noch übernehmen, wenn er möchte. Hier Andy Nichols. So, die anderen würde ich sagen, lohnt jetzt nicht so, die ihr letztes Jahr haben. Wie sieht es in der D-Jugend aus? Also Andy Nichols wäre noch frei. Wenn den keiner haben möchte, dann suche ich mir einen Namen aus und nenne den irgendwie, wie ich ihn mag. Oh, okay. So, Chance waren da gegen City. Es hat ja leider nicht geklappt, in der Champions League weiterzukommen. Und ja, viel Spaß in Leipzig. Vielen Dank, Leipzig war super. Wir haben diesmal ein sehr seichtes Programm gemacht, weil wir... Jetzt muss ich erstmal überlegen, brauchen wir bei Verteidiger? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee. Nee, wird keinen neuen Verteidiger geben. Was ich sagen wollte, wir hatten ein eher seichtes Programm in Leipzig. Also wir haben jetzt keine große Kulturrundfahrt gemacht. Das haben wir vor ein paar Jahren gemacht. Die Denkmäler zum Beispiel abgearbeitet und so weiter. Also das hat ja auch Chemie Leipzig gesagt hier, ne? Nee, nicht Chemie Leipzig. Wer hat es geschrieben? Isländer hat es geschrieben gehabt. Ne? Völkerschlachtdenkmal zum Beispiel. Das ist echt beeindruckend. Das ist ja dieser Turm. Und man kann da hochgehen und es wird echt eng. Es wird echt eng. Ich krieg da oben, habe überhaupt gar keinen Platz mehr. Das ist schon krass. Aber es war schön. Wunderbar. Wir waren kurz im Zoo und ansonsten haben wir da Cousine beim 30. Geburtstag besucht. Ja, Cousine von meiner Frau. Wieder studiert in Leipzig. Ja, vielen Dank für die Tipps. Ronny, denk mal, deine Infrastruktur hast du wieder mal weggeklickt, ohne was auszubauen. Ja, das habe ich schon in der Offline-Folge gemacht, weil ich mir dachte, naja, ich muss es nicht immer in der Online-Folge machen, weil ich manchmal das ja so schnell wegklicke. So, Manchester City hat dafür die Champions League geholt. Vielleicht hat er auch das gemeint, ne, dass der Pokal ihm gehört. Spannendes Spiel hier, 2:2 ausgegangen in der regulären Spielzeit, dann in der Verlängerung nichts passiert und dann 6:5 im Elfmeterschießen für Manchester. Okay, die Titel gehen alle nach Manchester hier. Super. Arkadiusz Milic, den hätte ich jetzt auch nicht hier oben erwartet, ist hier Erster in der Torjägerliste. Joel Linton mit Newcastle und Allaire sind auch noch hier in der Top 20 dabei. Boah, wer ist denn hier so richtig jung noch? Milic wäre auch hier mit 28 gar nicht alt. Cavani. Der ist ja jetzt auch nochmal, wo ist er hingewechselt? Ja, zu Manchester United, glaube ich. Ne? Ist er jetzt hier wieder in United unterwegs? Irgendwo ist er hingewechselt. Das erste Mal, das hab ich mir nämlich gemerkt, das erste Mal in seiner Karriere überhaupt, dass er ablösefrei gewechselt ist. Osimhen wäre noch eine ganz gute Wahl hier, habe ich das Gefühl. 23. Gerard Moreno, 30 Jahre. Warum hat denn der kein Bild? Lesbo Mosito, also richtig, so richtig. Was ist hier jetzt auch nicht dabei? Oh, Niklas Füllkrug von Bremen ist der Torschützenjägerkönig geworden. Das ist ja auch sehr geil. Also das feiere ich ja hier. Der beste
Schütze in der Bundesliga ist Niklas Füllkrug. Das ist ja wohl herrlich. Super witzig, ganz cool, super. So, Nils Butze mit der CL war tatsächlich erwartbar. Was soll man machen? Nächste Runde geht's weiter. Aufwertungsrunde von Lucia, super. Er freut sich jetzt schon auf den Übergang zur neuen Runde. Isländer, jo, er hat den Pulli sehr überraschend gefunden und wünscht mir viel Spaß in Leipzig. Inseladros, schade, ist aus in der Champions League. Wir haben uns Leipzig genauer angeguckt und ja, was uns hingeführt hat, habe ich auch schon gesagt. Dann haben wir noch Jonas Buhr, war erwartbar, ansonsten gutes Ende einer tollen Saison. Genau das werden wir jetzt auch ein bisschen fokussieren. Die kommen uns entgegen, dann übernehmen wir das auch. Es wird wahrscheinlich die letzte, die allerletzte Folge sein, ne? Für dieses Let's Play, also letzte Folge immer. Ich bin auch ein bisschen volltrunken noch, habe eben ein Glas Milch getrunken, das geht mir direkt in den Kopf. Ne? Es ist die letzte Saison, die wir machen werden, weil ich gehe davon aus, bis wir die Saison fertig haben, ist der FM 21 da. Und dann geht's rund. So, wir haben hier neue Frisuren, nämlich wir wurden rasiert, weil wir gegen die Gäste das Sprintduell verloren haben. Hakimi wird umgarnt, aber bekommt kein gutes Angebot, also gar kein Problem. Weiter geht's, weiter geht's. Finale Kadernominierung. Wer wird denn hier aussortiert? Halstenberg, Döhr, Vogt, Kramer. Ich würde gerne noch irgendeinen Jungen, würde ich. Also Niklas Füllkrug muss hier mit. Ganz ehrlich, der hat sich. Wer der beste Torjäger in der Bundesliga ist, der muss ja mit. Das ist ganz klar. Mario Götze würde ich auch gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Statt Offensivmann hier noch. Aber offensiv haben wir schon relativ viel, gell? Wie sieht das hier mit Neuhaus aus? 78 ist halt eigentlich auch nicht so geil. Wie lange ist hier ein Schulz verletzt? 2 Wochen. Ja, dann nehmen wir den bestimmt nicht mit. Dann nehmen wir hier Halstenberg mit, natürlich. Innenverteidigung, okay, Doki, das geht soweit ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir Diego Demme mit dem DM noch brauchen. Dann nehmen wir lieber noch einen Götze mit hier. So. Das wäre jetzt hier so meine favorisierte Personallage, die wir mitnehmen. Okay, ich bin gespannt. Ja, einige dabei auf jeden Fall in der Weltmeisterschaft. Natürlich, wir sind, wir gehen hier Luxushotel. Ne? Wir haben hier Spaß dabei, ganz klar. Hier geht's rund. Kevin Mayes mit Profivertrag, wunderbar. Hoffentlich hat die Presse auch angenommen. Andy Nichols. Kevin Maas, aber der Presser noch nicht. Was ist denn mit dem los? Medien- und Sponsorenbeliebtheit steigt um 3 Punkte. Okay. Was ist denn hier? Was ist denn mit dem Kollegen los hier? Oder, achso, der hat schon angenommen. Achso, der hatte schon angenommen. Alles klar. Für die nächste Saison. Jetzt weit ist. Jetzt ist okay. So. Maurizio Isla. Kenne ich nicht, will ich nicht. Alles weiter. Die Nationalländerspiele skippe ich natürlich. Ich gebe euch einen kurzen Überblick von den Spielen und ja, die Finalrunden, da werden wir wahrscheinlich dann in die Spiele reingehen und uns die genauer angucken. Ah, schade, Lewandowski nicht der Mann des Monats geworden. Kieran Kenner, Co-Trainer. Der hat ein Bildchen. Ach komm, wir suchen einfach mal, ich suche in der nächsten Saison mal neue Leute aus. Komplett neue Leute, wir gucken mal, wen wir da so finden. Wer da jetzt am Markt ist, wer gute Positionen hat, gute Punkte, gutes Potenzial, das werden wir uns mal angucken. So, Summe erhöhen bitte. Auch nicht, dann weg. Phil Jones wird angefragt, der eben noch gefragt hat, ob wir denn jemanden neuen brauchen. Urlaub? Ja, es gibt 2 Wochen Urlaub. Ne? Wir sind da, wir sind ein sehr freundlicher Arbeitgeber. Das gibt es auf jeden Fall bei uns. Jetzt wollte ich hier gucken. Erstmal gehen wir den hier herzlich willkommen. So, dann haben wir, wollte ich gucken, wo ist er denn? Nicht der Rashford, sondern der andere Typ. Martial. Der ist nicht verfügbar. Achso, der ist jetzt unterwegs. Ja, okay. Ich verstehe. Ich wollte nämlich sagen, vertragt euch, ne? Aber leider geht das nicht. Okay. Geht gegen Katar im ersten Spiel. Interessant. Und wir kriegen einen Spielerberater.
angeboten, also nicht einen Spielerberater, sondern einen Jugendspieler angeboten, für 45.000. Tomasz Mamis von Polen, kommender Nationalspieler. Ja, komm, ey. Ich bin ja so einer, ne? Ich nehme die ja immer gerne mit. Ich freue mich einfach und gucke dann, was haben wir da? Mannschaft derzeit nicht in guter Form, konditionell stark, wir werden diesen Gegner schlagen. Ja, davon gehe ich aus, ehrlich gesagt. Also wirklich. 715 kriegen die auf die Waage. Topspiel ist Brasilien gegen Serbien. Und wir gucken auch hier mal. Marco Reus, also jetzt hier werden wir auch die jüngeren Spieler etwas reinholen, weil ich sag mal so, das muss doch gegen die Jungs hier machbar sein. Gegen Katar. So, haben wir noch jemanden Jungen dabei? 28 statt Kimmich vielleicht, aber der ist auch 27, ja, okay. Serge Gnabry auf die rechte Außenbahn, aber da haben wir Kai Havertz, den wollen wir natürlich auch noch da ein bisschen kicken lassen. Nö, ist doch gut. Machen wir genau so. Gehen wir hier in die Partie rein gegen Katar. Und ja, wir sehen uns nach dem Spiel auf jeden Fall. Bis dann. Also wir haben uns wirklich schwer getan. Der Torwart hat einiges gehalten. 4:2 Sieg gegen Katar. Und die hatten zwischenzeitlich auf 1:1 und also ausgeglichen und auf 3:2 verkürzt. Also das war schon... anstrengendes Spiel, sage ich euch. Wir gucken rein in die Gruppenphase. Wir sind hier Zweiter hinter Brasilien, die sich gegen Serbien klar durchsetzen konnten. Mexiko, Irland, Portugal, Australien in der Gruppe A. Dann haben wir Gruppe B, Italien, Kolumbien, England und Kolumbien nur unentschieden gespielt. Das ist eine Überraschung. Usbekistan und in der Gruppe D, das ist sowieso auch eine ganz wilde Gruppe hier. Kamerun, Paraguay, Belgien, Jamaika. Belgien, das wundert mich, ne, dass die jetzt da verloren haben. Die haben eigentlich echt starke Spieler. Was haben wir noch hier? Frankreich, Iran, Costa Rica, Algerien, Nigeria, Ukraine, Argentinien und Schweiz hier letzter, weil die unentschieden gespielt haben. Und zwar 0:0, okay. Also hier ist noch alles offen. Senegal, Japan, Russland, Kroatien, Spanien, Südkorea, Uruguay und Ghana. Aha. Aha, aha. Wir gucken uns das an. Einige von uns gespielt hier, einige gute Noten auch gut, die Guests gut gemacht hier, zack, alles klar, wer ist noch gut gewesen? Harry Maguire gegen Kolumbien unentschieden gespielt und trotzdem der Innenverteidiger bester Mann ungefähr. Beim nächsten Einsatz müssen wir Niguez 1,2 Millionen. Uiuiui. Was haben wir da? Luke Shaw hat in der Nationalmannschaft mit Raheem Sterling gesprochen. Er konnte extrem viel Positives über den Verein erzählen und hat einen satten 5% Bonus auf weitere Gespräche herausgeholt. Der stand ja auch mal auf unserer Liste, aber Kai Havertz ist halt der Mann, der gekauft wird, wenn wir genug Geld haben sollten. Jetzt ist natürlich ein Topspiel gegen Brasilien. Das kann man auch schon mal verlieren. Zumindest, wenn man so auftritt wie eben gegen Katar. Top-Spieler, das ist auch geil. Ederson und Alisson, also die beiden Torhüter. Und dann unter Coutinho. Sehr schön. Also einer von drei Top-Spielern wird auf gar keinen Fall spielen. Das ist schon mal sehr wichtig. Und die kriegen aus Parkett 920. Wir sind bei 922er Stärke. Also das ist auf jeden Fall allein ein großes Theater hier mit Klostermann, dass der jetzt 7 Tage auch noch verletzt ist. Ach du Kacke. So, Füllkrug muss jetzt aber mit. Den habe ich eben gar nicht eingewechselt oder aufgestellt gehabt. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber Volland hat das gut gemacht vorne. Trotzdem, jetzt kommt er auf jeden Fall mal mit. So, Götze hat ein gutes Spiel gemacht. Darf hier auch rein. Auf die linke Seite könnte man überlegen, ob man da jetzt mal den Gnabry oder den Havertz irgendwie hinpackt. Aber die sind da beide nicht so stark auf der linken Seite. Wer ist denn da noch gut? Wir wären da nämlich so ein bisschen am Frische mäßig am Ausrasten. Marco Reus, na, es ist doch alles ein bisschen sehr weit ab vom Schuss. Jonas Hector ist sogar noch besser als Halstenberg, dann nehmen wir über ihn mit. Weiser, Kevin Trapp. So, okay, alles klar. Jetzt geht's gegen Brasilien. Das ist natürlich schon auch ein krasses Ding. Ne? So, die haben wir weg. Die haben die Hosen voll. Ja, ich würde sagen, eventuell haben die Hosen voll. Zumindest, wenn man in der Vergangenheit nochmal diese 7:1 rauspackt. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die hier richtig sauer sind. Ne? Also, es geht dran gegen die Brasilianer. Mal gerade gucken, wer da so spielt. Ederson, Alexandro, Militao, Marquinhos, Danilo, Fabinho, Casemiro, Paqueta, Neymar, Coutinho und Firmino.
Und Ronny, guck mal da, Ronny sitzt auf der Ersatzbank. Da bin ich ja gespannt. Da bin ich ja gespannt, ob du noch hier zum Einsatz kommst. Okay, wir sehen uns. Ich guck da mal das Spielchen, ne? 2-0 verloren gegen Brasilien. Das wird hier schwierig werden, glaube ich, mit einem Titel als Weltmeister. Ronny ist leider nicht eingewechselt worden. Finde ich sehr schade. Hat auch noch kein Spiel gemacht, aber er ist dabei. Das ist schon auch eine coole Ansage auf jeden Fall. Serbien hat gewonnen. Das heißt, bei uns wird das jetzt hier eine Entscheidung zwischen Serbien und Deutschland werden. Die Gruppen gucken wir dann am letzten Spieltag durch. Bevor wir uns jetzt jedes Mal damit auseinandersetzen, wer denn wie gespielt hat, genau. So, Angebot für Grimaldo, 63 Millionen. Was ist denn der Wert, der Gute? 48, aber man kriegt auch nichts Besseres. Also LV-mäßig mit 84 ist das schon sehr stark. Gut, dass wir den damals geholt haben. Eigentlich ja nur als Ersatz für unseren Luke Shaw. Ne? Jugendspieler kommt zu uns. Oioioi, hier ein 8-Sterne-Talent. Leider nur 16 Jahre alt. Das ist natürlich problematisch, weil bis das Talent dann spielen darf, oder? Mit 16 darf ich ihn noch nicht hochholen, oder? Nee. Doch, Vertragsverhandlung. Wir könnten ihn also auch hochholen und verleihen. Wenn jemand einen Polen haben möchte, könnte ich den hier empfehlen. 52, 8er Talent für eine Saison Richtung, weiß ich nicht, Leipzig oder so. Das geht auf jeden Fall. Also wer einen Polen haben möchte, sehr gerne. Denkt dran, der Name muss zum polnischen Namensrepertoire passen. Okay? Also, keine Ahnung, jetzt hier ein Bernd Schmidt würde ich sagen, nee. Genauso wie ein Jorge del Santos oder irgendwo was. Da würde ich sagen, nee, so nicht, meine lieben Freunde. Aber irgendwas polnisches, passendes, das ist das super. Alle Spieler bekannt. Gerade haben wir schon. Spieler mögen Unterkunft. Stimmung steigt um 4 Punkte. Cool. Scouting abgeschlossen und so weiter. Ja, okay. Ja, dann müssen wir jetzt hier zusehen, dass wir gegen die Serben auf jeden Fall gewinnen. Sonst wird es knackig. Luka Jovic, der Topmann, Filip Kostic und Marko Dmitrovic. Meine Güte. Alles schwierige Namen für einen, der Gary heißt. Natürlich jetzt das Topspiel, nur weil wir dabei sind halt. Ne? Ja, es könnte interessant werden. Ich bin gespannt, wie wir das hier auf dem Platz umsetzen können. Vorne rein kommt jetzt mal Thomas Müller. Der hat noch gar nicht gespielt. Mario Götze darf auch wieder raus erstmal. Auf die linke Seite könnte man jetzt vielleicht doch mal Marco Reus bringen. Und in der Innenverteidiger wäre es auch mal ganz gut, wenn sich da der ein oder andere mal kurz verschnaufen könnte. So, aber es geht hier eigentlich immer um Weiterkommen. Ne? Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt hier auch gewinnen um jeden Preis. Ja, und das war dann auch mal ein Sieg hier, der uns gut zu Gesicht steht. Mario Götze, bester Mann. Und 5-0 Serbien mal weggefegt. Also keine Zweifel mehr aufkommen lassen, dass wir hier in die K.O.-Phase gehören. Das hat wunderbar geklappt. Sehr gut. Wunderschön, wunderschön. Jetzt gehen wir gleich auch die Gruppen mal durch. Also Mexiko und Portugal sind weiter, Irland, Australien raus. Brasilien, Deutschland weiter, das war zu erwarten. Serbien und Katar raus. England, Italien weiter, Kolumbien, Usbekistan raus. Usbekistan natürlich überhaupt total zufrieden, dass sie überhaupt mal reinkommen dürfen. Ne? Kamerun, Paraguay weiter, Belgien und Jamaika raus. Belgien ist, finde ich, sehr überraschend. Wir gucken mal ganz kurz hier rein, wen die hier eigentlich haben. Guckt euch das mal an. Castells im Tor mit einer 86. Ne? Dann De Bruyne mit einer 89. Hazard mit einer 82. Ne? Courtois noch auf der Bank mit einer 85. Also eigentlich haben die doch starke Männer und Frauen. Frauen natürlich hier nicht zu sehen, klar, weil Männer Nationalelf. Aber das ist auf jeden Fall sehr überraschend gewesen. So, Frankreich, Costa Rica weiter, Algerien und Iran raus. Argentinien, Schweiz weiter, Nigeria und Ukraine raus. Dann Senegal, Kroatien weiter, Russland und Japan raus und Spanien, Südkorea raus, Spanien, Südkorea weiter, Uruguay und Ghana raus. Aber mit Uruguay finde ich auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Was ich mich dann gefragt habe, wo ist denn unser Toni Kroos eigentlich hin? Ist der nicht mehr dabei? War der verletzt? Wo ist denn der? So, wir müssen ran gegen Kamerun. Das kriegen wir hin. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ist mir nämlich eben aufgefallen, als ich keinen vernünftigen ZM mehr einsetzen konnte, habe ich mir gedacht, die wollen auch nicht erhöhen. Wo ist denn hier eigentlich der Kollege? Habe ich mich gefragt. Ne? Wo ist der Kollege? Partner oder Arbeit? Partner.
So. Ist auch geil, dass wir den jetzt hier kriegen in der Nationalelf, die einsetzt und wir müssen denn die Dinger trotzdem zahlen. Das finde ich auch geil. Eieiei. Steve Brunier kriegt auch mal hier einen neuen. So, wo ist denn hier unser Kollege, den wir jetzt hier neu geholt haben? Unser Pole. Hier ist unser Pole. Thomas Mammis. Kriegt jetzt auch einen super Typen. Hakimi, Kimbembe. Wer ist denn hier frei? Mathieu Di, Pogba, Ronny. Pogba ist doch ein guter. Ja, sehr schön, wunderbar. Also wir sind weiter in die K.O.-Phase reingekommen. Was sagt die Uhr? 28 Minuten. Das wird eine 2-Folgen-WM. Weil, oh, Leistenbruch. Ronny fällt 3 Wochen aus. Scheiße. Das Gute ist, dass es nicht in der Vorbereitungsphase passiert, sondern jetzt noch im Ende der Saison. So kriegt er zumindest nicht ein Minus von wegen in der Auf- und Abwertungsrunde verletzungsfähig. Ja, gegen Kamerun, wobei, Kamerun können wir auch noch skippen, oder? Das ist doch ein Spiel, das muss man da gewinnen. Das muss ich euch jetzt nicht auch hier vorgaukeln. Das machen wir, okay. Und dann gehen wir dann in die nächste K.O.-Partie mit einem Live-Spiel. Die wollen alle nicht erhöhen, ja dann geht doch. Dann geht doch einfach. Da bin ich knallhart, gell? So, Top-Spiele hier bei Kamerun sind Joël Matip, Onana und Nkoulou. Müssten wir hinkriegen, 100 Punkte stärker. Feuer frei. Das hier noch so. Mats Hummels, okay. Klostermann, Götze, Müller. Joshua Kimmich, der bräuchte, glaube ich, so langsam auch mal eine Pause. Ach, kriegt der hin. So. Also, ich glaube nicht, dass das hier erwähnenswert wird. Ich denke, wir gewinnen das. Von daher, sei mal tschüss. Puh, da hatte ich noch gesagt, das müssen wir ja hinkriegen. Und wir haben es hingekriegt. Aber 2-1 in der Verlängerung gegen Kamerun gerade so durchgesetzt. Hilfe. Hilfe, das war schwierig. Meine Güte, die anderen Ergebnisse gucken wir uns an. Italien gewinnt gegen Mexiko, England gewinnt deutlich gegen Portugal, Schweiz gewinnt überraschenderweise gegen Frankreich, Argentinien gewinnt gegen Costa Rica, Brasilien tut sich auch schwer im Elfmeterschießen gegen Paraguay gewonnen, Senegal gewinnt gegen Südkorea und Kroatien im Elfmeterschießen haut Spanien raus. Also hier gab es auf jeden Fall schon Überraschungen. Und wir müssen ran gegen England. Das ist natürlich ein super Spiel und das nehmen wir auf jeden Fall noch mit hier in diese Folge rein. Weil da treffen wir ja auf ein paar Bekannte, gell? Auf ein paar Jungs. Und uiuiuiui, die haben wir auch noch am Start hier. Ja, hallo Leute, was ist denn mit euch los? Die 19-Jährigen werden wir nicht organisieren, weil das ist ja, ihr kennt das Problem, ne? Die holt man und dann sind die nach einem Tag dann wieder vereinslos. Das werden wir nicht machen. Aber hier diesen 17-Jährigen hier, der ist doch, der sieht doch ganz cool aus hier. Esteban Vargas. Wir werden es einfach ausprobieren. Wir können das ja jetzt mal machen hier. Wir haben ja mal einen Verein, wo man echt auch Kohle hat, wo man vielleicht jetzt mal den einen oder anderen noch holen könnte. Selbst wenn es nur für diese eine Saison ist. So, hier Angebot unterbreiten, bitte. Den finde ich auch ganz nett hier, rechtes Mittelfeld. Didi Aye und Ramakan Karaspiski hier, okay. Didi Hara, den finde ich auch, muss ich sagen, hier ganz nett. Wir gucken mal, gibt es hier noch einen riesen Megatalent? Ah, leider der 19-Jährige, der wird ja dann wieder sonst wohin wechseln. Das ist ein bisschen doof. Stärke, ganz viele Fragezeichen, Jungs. Unser Torwart ist ja auch noch mit dabei, okay. Wie sieht's in der B-Jugend aus? Perotti ist da der erste Mann hier am Feld, okay. RV. Walter, ganz viele hier aus Brasilien, seht ihr es hier? Sao Paulo, Real Madrid. Ja, Real Madrid. Oh. Ja, Real Madrid, der Verein aus Brasilien, ey. Sao Paulo hier nochmal, Amerika, River Plata, also da ganz viele. Weiß ich nicht, ob wir hier noch unbedingt einen brauchen von. Wahrscheinlich nicht. Fortuna Düsseldorf hat sogar jemanden dabei, geil. Super, stark. Ja,
Ansonsten hier A-Jugend hätte ich noch gesagt, könnte man vielleicht noch den einen oder anderen gebrauchen, aber das sind auch Spieler, so richtig geil sind die auch nicht, die wird man dann verleihen. Wir lassen es. Einen haben wir angefragt, das muss reichen. So, jetzt geht's noch ran gegen England und die Top-Leute sind John Stones, Harry Kane und John Pickford. Okidoki. Gucken wir uns an, hier geht es jetzt natürlich um einiges. 914er Stärke gegen 923, also das ist alles sehr, sehr eng jetzt beieinander. Und wir haben so langsam das Problem, dass wir hier mit der Frische auch zu kämpfen haben. Und da müssen wir vielleicht mal umdisponieren und sogar so jemanden wie den Kimmich mal rauspacken. Sonst könnte uns das hier noch um die Ohren fliegen. Wir schauen uns das an. Klostermann hat ja da auch eine 83. Dann können wir auch den etwas jüngeren Mitchell Weiser statt Hector bringen. Der ist auch noch ein bisschen frische Technik, noch ein bisschen besser dabei. Also, das wäre jetzt Sinn der Sache. Ich check nie so ganz, warum sich das hier immer wieder kaputt macht. Also, das ist dann nervig. Jedes Mal, wenn man mit der Nationalelf unterwegs ist. Da machen wir es so rum. Ups. So rum. So, Deutschland. Jetzt haben wir es. Okay. Es geht also gegen England. Und jetzt müssen die zeigen, ob die heute wert sind, das Trikot zu tragen. Das ist natürlich ein ganz klassisches Duell. Ne? Hier das Duell der Dauerrivalen. Wir haben jetzt sogar komplett gleiche Mannschaftsstärke. Und Dele Alli versucht erstmal, geht an Niklas Süle vorbei, schlänzt den Ball dann aufs lange Eck. Und da geht der Ball am Tor vorbei. Raheem Sterling auf der rechten Seite mit einer guten Flanke in die Mitte rein. Aber Ter Stegen kommt heraus und hat den Ball rausgefaustet. Ja, ein bisschen fast den Niklas Süle umgeboxt. Ja, okay. Wir gucken mal, die Deutschen operieren häufig mit langen Bällen. Das ist eigentlich gar nicht so meine Art und Weise. Wir machen mal ein bisschen runter hier. Beide Teams stehen gut, da ist kaum ein Durchkommen. Ja, 25 Minuten gespielt, nur zwei Chancen bisher für England gehabt. Jetzt passiert nochmal was. Was ist jetzt am Start? Marco Reus legt den Ball zurecht, läuft an. Tor! Da ist er drin! Der Freistoß, der Elfmeter, ich weiß es nicht genau, ist auch wurscht. 1:0 für Deutschland gegen England. Sehr gut. Goretzka, gegen Dele Alli, richtig stark in den Zweikampf gegangen. Und Dele Alli bleibt erstmal liegen. Mal gucken, ob der noch weiterspielen kann. Er zeigt Mette Kalvakan nach der falschen Einwurfentscheidung einen Vogel. Mit dieser Entscheidung drückt der Schiedsrichter beide Augen zu. Was macht denn der Amiri da? Ist der Vogelwild, der Freie, der Kollege? Harry Maguire auch mit einer gelben Karte, aber nicht wegen eines Vogelzeigens, sondern wegen eines Beinwegtretens. Das ist schon eher so seine Mentalität. Ne? Maguire natürlich ein ganz gut Bekannter. Der ein oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, dass wir ihn im Kader haben. Na, Amiri kommt jetzt hier auch raus. Can kommt rein. Vielleicht auch, um diesen einen Punkt noch mitzunehmen auf die defensive Position. Hervorragend, macht jetzt genauso weiter. Dann kriegen wir das hier doch gut nach Hause. So, weiter so. Taktik ist alles super momentan hier. Es läuft. Gelbe Karte, Emre Can. Ja, super, Dankeschön. Nach absichtlichem Handspiel. Bisschen unnötig auf jeden Fall. Mason Mount mit einem tollen Einsatz im Mittelfeld. Gut den Ball da geholt. Aber dann auch nicht so viel rausgeholt, die man hätte rausholen können. Wir werden jetzt mal wechseln müssen, um hier noch gerade noch rechtzeitig den Mute-Button gefunden. Mensch! So. Jetzt geht's weiter. Wir werden mal wechseln müssen, um nicht ganz die Frische zu verlieren. Wir gucken mal in den Gegner rein. Die sehen auch nicht frischer aus. Das ist halt in der WM-Phase ist das der Fall, dass ganz viele eben frischemäßig gegen, ja, null nicht direkt, aber zumindest gegen 40 tendieren. Einfach weil auch der KI-Verein oder die Nationalelf selten dann wechselt. Ne? An der rechten Seite Flanke von Sterling an den langen Pfosten. Was macht denn Mats Hummels? Er guckt zu, wie Harry Kane mit dem Kopfball genau auf Ter Stegen köpft. Da hat er Glück gehabt. Mats Hummels guckt da nur zu. Eieiei. Der hat doch sonst so ein gutes Stellungsspiel und hier komplett schlecht gestanden. Wortgefecht im Mittelkreis. Klostermann schubst jetzt das. Sterling, was ist denn jetzt los? Sterling lässt sich fallen. Gelbe Karte für unseren Klostermann.
Aha, das ist ja vielleicht jetzt nicht so eine gute Voraussetzung, wenn man eventuell nach uns kommen möchte. Raheem Sterling, ne? Goretzka mit einem Ball in die Mitte auf Thomas Müller, der wird umgehauen von Ben Chilwell. Was ist denn da los? Es wird einfach weitergespielt gelassen. Was ist denn das? Phil Jones kommt rein für Harry Maguire. Das könnte auch ein Vereinswechsel gewesen sein. Ne? Das hätte auch bei uns passieren können. Sam Basel kommt rein für Madison. Basel ja auch ein generiertes Talent. Oh nein, scheiße. Oh Kacke. Ich habe ja alle ausgewechselt sogar. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Aber jetzt ist es soweit. Ne? Jetzt, oh, ah. Da muss Chan hinten rein. Oh, 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 oh. Konzentration, meine lieben Leute. Dominic Calvert-Lewin kommt rein für Harry Kane. Und Calvert-Lewin ist jemand, der hat uns in der Liga schon das ein oder andere Mal einen eingeschenkt. Das könnte jetzt hier problematisch werden. Ich bin gespannt. Goretzka setzt sich aber jetzt erstmal gegen Basel durch. Geht dann in dem Zweikampf nach vorne. Marco Reus kriegt den Ball von ihm zugespielt. Und dann ist da Jordan Pickford mit einer tollen Parade. 85 kriegt der Kollege übrigens auf die Kante. Goretzka nochmal, aber hier im Zweikampf zieht und zerrt er und deshalb gibt Geld. Auf der rechten Seite ist jetzt Thomas Müller völlig allein. Gnabry probiert es aber aus der Distanz alleine. Warum spielt er denn den Ball nicht zum Müller hin? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Mann, Mann, Mann. Hier ist jetzt Hektik. Thomas Müller hat da ein Tor gemacht. Das habe ich doch gesehen. Mete Kalvahan geht zum Assistenten, der sagt nein. Und die haben recht. Okay, wenn sie recht haben, dann ist es so. Dann ist es so. Dele Alli liegt jetzt hier verletzt am Boden, spielen aber einfach weiter. Hohe Flanke, die Engländer mit dem Ball auf Gray, auf Sterling und der macht das Tor. Oh, da haben wir Glück. Uiuiui, der springt aber in den Torwart rein und deshalb gibt es kein Tor. Boah. Uiuiui. Jetzt hier kurz vor Tor, knapp noch. Zeitspiel, komm auf. Eieieiei. 3 Minuten Nachspielzeit, das müssen wir jetzt hier über die Bühne kriegen. Oh. Glück. 42 Minuten, das ist auch eine ganz gute Zeit, sag ich mal. Uff. Marco Reus, bester Mann. Nein, Joshua Kimmich, bester Mann. Aber der entscheidende Mann war Marco Reus mit seinem Tor. Immerhin auch schon 33 Tore. Und wird als Co-Trainer bei Dortmund arbeiten. Das finde ich auch mal schön. Ergebnisse, wir gucken rein. Brasilien gewinnt knapp gegen Italien. Also Brasilien stochert sich auch hier so durch, gell? Schweiz gewinnt deutlich gegen Senegal und Argentinien noch deutlicher gegen Kroatien. Wir gucken. Wir müssen ran gegen Argentinien jetzt und Brasilien gegen Schweiz. Also das könnte eine knaller Folge. Geh erst gegen Argentinien und dann ja gegen entweder Schweiz oder Brasilien. Beziehungsweise nein, auf jeden Fall gegen Schweiz oder Brasilien, nur ist die Frage. Im Finale oder am Platz 3? Und gegen wen genau? Werden wir in der nächsten Folge alles auflösen, meine lieben Freunde. Und wir hatten hier 3 Spieler im Einsatz. Maguire, Klostermann, Phil Jones und dann im anderen Spiel noch Philipp Coutinho. Vielleicht kriegt ja auch der ein oder andere noch ein Update. Das wäre cool, gell? Oh, ne. Niguez fällt 20 Wochen aus. Ach du Scheiße. Boah. Ach du Scheiße, ey. Ja, dann ist erst recht gut, dass wir hier ein Kai Havertz noch auf dem Plan haben, der übrigens hier gar nicht mehr so weit da vorne drin ist, weil Kai Havertz eher offensives Mittelfeld ist. Jetzt müssen wir, um Gottes Willen, jetzt müssen wir ja fast schon überlegen, ob wir nicht doch De Jong holen. Damit wir im zentralen Mittelfeld nicht so eine, oh du Scheiße, ey. Puh. 20 Wochen. Ja, das müssen wir sacken lassen. Das ist natürlich jetzt eine Hiobsbotschaft. Holen wir da noch. Jetzt ist natürlich auch umso bitterer, dass wir Fred schon verkauft haben.
Also wir müssen ZM-mäßig was holen. Wir haben sonst nur Lightfoot und Fred am Start. Lightfoot und Pogba am Start. Uiuiui. Kacke. Sehr große Kacke. Wir gucken mal rein, ob wir noch einen ZM-mäßigen Kollegen finden. Boah. Durchaus auch. Kann auch 30 sein, ist kein Problem. Oder komm, wir gucken mal älter. Wir gucken alles an hier. Nur realistische Transfers. Puh, ey, das ist bitter. Frenkie de Jong, Thiago, Isco, Aua, den hatten wir ja auch schon mal im Blickfeld, aber der hat nur 83. Da fehlt dann schon doch noch mal was. Ach. Zum Mäusemelken, sage ich euch, zum Mäusemelken. Thiago, der wird auch abbauen. Frenkie de Jong ist hier irgendwie schon auch eine Ansage eigentlich, gell? Könnte auch OM spielen, hat da einfach keine Eingespieltheit. Joshua Kimmich kann auch im zentralen Mittelfeld, aber das ist auch nur eine 80er und das brauchen wir nicht, ne? Boah! Jetzt müssen wir überlegen, was uns da Gutes einfällt. Frenkie de Jong ist natürlich jetzt hier eine Hausnummer, die einfach an der Türschwelle steht, klar. Dann wäre es natürlich um Kai Havertz geschehen. Auch er hier wird ja 300 irgendwas Millionen kosten. Oh ne, nicht 300 Millionen, 220 Millionen, das ist ja ein Schnapper. Das ist ja ein Schnapper, da holen wir uns zwei Spieler. Nein, also da müssen wir jetzt überlegen. Holen wir Frenkie de Jong statt Havertz. Das sind natürlich harte Entscheidungen, die hier getroffen werden müssen. Wochen ist halt einfach auch eine richtig lange Zeit. Das ist die ganze Hinrunde. Wir können nicht in den komplette Hinrunde, oder? Nur mit Pogba und mit Lightfoot spielen. Boah. Werden wir noch was gucken? Sterling, ich habe mir mit 2E, nee, habe ich mich schon fast gedacht. Raheem Sterling, wenn wir den dann noch holen würden. Gesamtpaket nicht überzeugt. Hätte ich jetzt mal gern gewusst, was der an Gold gekostet hätte. Wenn man nämlich dann für das Gold oder für das Geld von Havertz quasi de Jong und ihn holen könnte, wäre das natürlich schon eine Hausnummer. Eieiei, also da müssen wir jetzt hier aufhören auf jeden Fall generell. Gebt mal eure Kommentare ab, was wir da jetzt machen wollen. Boah, das ist ein Nierenhieb, ey, aber sowas von. Der gute Niguez. Man hat ja gesehen, was war, wenn er gefehlt hat. Ne? Und deshalb müssen wir da noch jemanden holen. Geht kein Weg dran vorbei an. De Jong, habe ich das Gefühl. Dann ist es halt kein Havertz. So ändern sich schon mal die Pläne. Macht's gut, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende. Oder eine schöne Woche. Wie auch immer. Tschüss, macht's gut. Herr Gerry ist weg. Bye, bye.